Sie wissen, es ist eine Kette-Natter, eine nordamerikanische Natter. Nee, wusste ich bis jetzt noch nicht. Gut, Sie haben es ja 15 Jahre trotzdem gut hingekriegt. Ja. Urin ist auch normal, oder? Ja, also es kommt halt kaum was. Wie ich schon vermutet hatte. Wir waren heute Morgen Gassi und ist unter der Ware gezogen worden. Also zumindest blutet da hier nirgendwo ein. Mein Hund heißt Blacky, er ist 10 Jahre alt, ist ein Appenzeller-Mix. Wir waren heute Morgen Gassi, da ist ein großes Fahrzeug gekommen und er ist mit dem Seil an dem Rad hängen geblieben und ist unter der Ware gezogen worden und hat sich da ja, wehgetan. Er ist zur Seite gesprungen, unterm Auto raus und ist in die Wiese gelaufen, hat stark gezittert und aus dem Mund geblutet, weil er sich auf die Zunge gebissen hat. Und da bin ich mit ihm nach Hause und habe ihn eigentlich gleich ein bisschen beobachten wollen. Und er hat sich nicht mehr gut anpacken gelassen. Und dadurch habe ich jetzt die Frau Doktor angerufen, weil die mit dem Auto kommen kann. Normalerweise ist es so, dass wenn so ein Verkehrsunfall stattfindet, ist es immer am günstigsten, das Tier direkt vom Unfallort zum Tierarzt zu bringen. In dem Fall von Herrn Schmidt geht es wohl um einen Appenzeller. Das ist ja jetzt nicht gerade ein 5 bis 10 Kilo Hund. Deswegen ist es in dem Fall wirklich gut, dass ich mobil unterwegs bin und vor Ort, um den Tieren vor Ort helfen zu können. Das ist mein Ein und Alles. Meine Frau ist vor 18 Monaten gestorben und er war immer da. Entschuldigung. Der Blacky war zu einer Zeit im Haushalt, als seine Frau noch gelebt hat. Und als diese dann gestorben ist, hat der Blacky und die anderen zwei Tiere im Haushalt ihm einfach Halt im Leben gegeben. Hallo, Frau Doktor. Hallo, Herr Schmidt, Sie haben Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Ja, wo ist denn der Proband? Geradeaus. Hat sich versteckt. Nee, er macht sich still. Oh, versteckt sich. Na komm. Komm, gehen Sie mal mit. Ja. Ich hoffe bloß, dass nichts am Rückgrat hat oder ja, irgendwo am Genick, dass da nichts passiert ist. Ich kann so von außen nicht genügend Informationen sammeln. Ich muss ihn röntgen und dafür würde ich vorschlagen, dass man ihn ruhig stellen, dass wir ihn schmerzfrei vor allen Dingen stellen. Sie müssen mir nur ein ganz kleines bisschen auch helfen. Sie müssen einmal den Maulkorb gleich drauf machen. Komm hier, Blacky. Ja, fein. So. So. Mein Junge. Sind Sie startklar? So, jetzt gehen wir mal da vorne hin. Der Hund hat vermutlich ein Halswirbelsäulentrauma, ist hochschmerzhaft und ist eigentlich auch ein Hund, der gar nicht gerne angefasst werden möchte. Die Appenzeller sind generell sehr personenbezogen und in dieser Situation muss ich unwahrscheinlich aufpassen, dass dem Halter nichts passiert und dass mir vor allen Dingen nichts passiert, aber dass wir für den Hund, bleib stehen jetzt, eine Situation schaffen, dass ich ihn natürlich auch untersuchen kann. Oh, ja, ist gut. Alles so, fein. Die Spritze sitzt. Ja. Bitte einen Maulkorb abmachen. Hals, alles abmachen. Und wir warten jetzt, bis er sich irgendwo hinlegt, gell? Super. Ich hole gerade mein Röntgengerät aus dem Auto. Ich bin heute hier, weil meine Schlange, glaube ich, ein Ei nicht aus dem Bauch rauskriegt und ich das gern abchecken möchte, warum, wieso sie das nicht kriegt. Aufgefallen ist mir das schon seit 2-3 Wochen. Sie frisst halt nichts mehr, kriegt den ganzen Tag nur rum und sucht halt, aber ja, mal schauen, was sie dann hat. So. Hallo, Frau. Hallo. Sei gut, hallo. Hallo. Na, Frau Richter, was gibt's für ein Problem? Also, die Schlange frisst nichts mehr. Ja. Und
Sie hat irgendwie dick hinten, sie ist hinten halt dick. Ja, ich denke, dass sie ein Ei oder irgendwas hatte. Gut, also die Legenot grundsätzlich ist ein Problem, das viele unterschiedliche Ursachen haben kann. Das ist im Prinzip wie Fieber bei uns, ist keine Krankheit, sondern ein Symptom von mehrere andere Umstände. Und die Legenot kann organisch bedingt sein. Diese organische Veränderungen können den Gebärapparat selber betreffen. Kann aber auch sein, dass es zum Beispiel ein Kalziummangel oder so irgendwas ist. Wie lange haben Sie das Tier denn? 15 Jahre schon. 15 Jahre, okay. Und Sie wissen, es ist eine Kettennatter, eine nordamerikanische Natter. Nee, wusste ich bis jetzt noch nicht. Aber gut, Sie haben sie ja 15 Jahre trotzdem gut hingekriegt. Ja. Also, dann schauen wir sie mal an. Gut. Ja, und man sieht es schon schön. Ja. Ja. Da ist tatsächlich ein echtes Problem. Eigentlich immer zwei unterschiedliche Probleme hier bei der Schlange. Die Diagnostik ist relativ einfach, ich meine, man sieht es schon. Gell? Das ist also hier tatsächlich, wie Sie schon vermutet haben, eine Legenot. Mhm. Ja, und das Ei lässt sich auch noch ein bisschen, man sieht es hier, so ein bisschen hin und her bewegen. Genau, das ist schon mal nicht schlecht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zwei Gründe gibt für diese ganze Geschichte. Und zum einen ist es eben hier, dass das Ei an sich recht groß ist. Gell? Und zum anderen, dass die Kloake eingeengt ist. Und Sie sehen das hier, das sind so Duftdrüsen, die Schlange haben. Und das ist also einfach im Prinzip ein sehr eingedicktes Sekret. Mhm. Das fürchte ich, egal wie man, egal wie man das mit dem Ei hinkriege. Das da hinten bleibt. Ja, das bleibt auf jeden Fall. Das müssen wir chirurgisch angehen. Das heißt, das müssen wir aufmachen, leer drücken, sonst haben wir immer wieder dasselbe Problem. Mhm. Ja, und das ist halt. Das ist halt diese Geschichte, Sie sehen richtig, das sind so zwei Säcke, die hier drin sind. Und ja, da ist einfach der Abfluss gestört und deshalb staut sich das Ei auch nicht raus. Ja, genau. Das ist zum einen das, was es hinten dick macht und dann kommt die Größe noch dazu. Also, das bedeutet, wir müssen sie ein bisschen weglegen. Ja, wir müssen dann zuerst mal uns um das hier kümmern. Und wenn wir das dann gelöst haben, dann können wir schauen, ob wir das Ei vielleicht so entwickeln können oder ob wir es absaugen müssen, um uns entwickeln zu können. Eine Legenot ist ein wirklich massives Problem. Eigentlich reicht ein einzelnes Ei, das dann einfach unter alles verstopft. Dadurch, dass das durch die Kloake nach außen gehen muss, sind sämtliche andere Organe in ihrer Funktion eingeschränkt, wenn es das verstopft. Also es ist ein ganz massives Problem und es muss natürlich auch entsprechend dann als akutes Problem gehandelt werden. Gut, Lisa, dann bring ich vielleicht mal die Waage. Also ziemlich genau 300 Gramm. Das Problem bei Reptilien ist ja nicht die Operation selber. Die Operation, das ist also jetzt kein Hexenwerk. Das Problem ist die Narkose und die Gestaltung der Narkose in der Art, dass es dann eben hinterher das Tier wieder wach wird, gell? Dass also das Tier dann auch wieder das, was hat von der ganzen Aktion. Und deswegen müssen wir da also ziemlich genau schauen, wie schwer ist das Tier, dass wir eine balancierte Narkose machen können und das Tier dann so wenig wie möglich stresse da damit. Mhm. Gell? Dann würde ich Sie bitte draußen zu warten einfach und wir machen hier weiter. Gell? Also der Lenny ist ein Zwergwedderchen, ist jetzt gut 4 Jahre alt und ja, ich habe ihn damals halt von einem Bekannten bekommen, der junge Kaninchen hatte und mir eins abgegeben hat. Ja, und seitdem wohnen wir zusammen. Er ist, glaube ich, ein sehr empfindliches Tierchen. Also ich hatte seit meiner Kindheit Kaninchen und die waren nicht ganz so anfällig, habe ich das Gefühl. Also er hat schnell kleine Wehwehchen. Er hat nicht gefressen und das kann ja vieles bedeuten. Das ist ja immer so, dass das bei Kaninchen immer das Anzeichen für Krankheit ist. Hallo, Frau Kettern. Genau, können wir einfach hier abstellen. So, der Lenny, der frisst schlecht. Ja, genau, er frisst
eigentlich kaum noch, okay, und auch keine Leckerlis und das, okay, ist ziemlich träge insgesamt. Seit wann ist denn das so? Seit 2 Tagen ungefähr. Seit 2 Tagen, okay, gut. Wenn ein Kaninchen uns vorgestellt wird, was nicht frisst, ist immer auf jeden Fall Alarmstufe rot. Die Kaninchen müssen auf jeden Fall fressen, weil die einen sogenannten Stopfmagen haben und die Verdauung nur dann funktioniert, wenn auch in regelmäßigen Abständen dem Magen immer Nahrung zugefügt wird. So, Lenny, da wollen wir mal schauen. Okay, bevor er sich aufregt, messe ich erstmal Fieber. Durchfall hat er aber keinen gehabt. Nee, das ist alles ganz normal. Okay. Haben Sie denn das Gefühl, er will fressen und kann nicht? Oder er hat gar kein Interesse? Ich glaube, er hat gar keinen Appetit. Also auch wenn ich ihm Leckerlis hinhalte, dann beißt er einmal ab. Aber also auch wenn er da sonst sich immer drüber freut, er reagiert eigentlich dann kaum. Okay, dann gucken wir eben einmal kurz ins Mäulchen. Da dürfen Sie nicht erschrecken. Die Kaninchen machen nicht wie wir beim Zahnarzt freiwillig den Mund auf, sondern ich muss leider da so ein, ja, kleines Gatter reintun, damit ich einmal richtig gucken kann. Gleich, nein, ist gleich. Gleich. Super gemacht. Okay, an den Zähnen liegt es nicht. So, also Temperatur ist gut, Zähne sind gut. Die Nase ist auch nicht verstopft. Manchmal fressen die schlecht, wenn sie Schnupfen haben und dann riechen sie das Futter nicht mehr so. Bauchdecke ist weich, also aufgegast ist er nicht. Urin ist auch normal, oder? Ja, also er... Es kommt halt kaum was, okay, weil er nichts trinkt auch, aber ansonsten normal. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal die Nieren an. Ja, hier bei dem Druck auf die Nieren, da meldet er sich so ein bisschen, da zuckt er etwas. Da spannt er sich auch sehr stark an, also da könnte etwas sitzen, was ihm Probleme bereitet. Gut. Dann würde ich Ihnen vorschlagen, dass wir vielleicht mal ein Röntgenbild machen vom Bauch. Ja? Weil das muss ja auch einen Grund haben, warum die Niere so, die Blase so klein ist, dass man überhaupt gar keinen Urin gewinnen kann. Weil so ein bisschen Urin ist eigentlich bei den Kaninchen immer in der Blase. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas entdecken können. Das Reizvolle am Dasein als Landtierarzt ist ja, ich bin draußen in der Natur, das ist auch mein Ding, ich bin Naturbursche und als Selbstständiger kann ich mir noch einteilen, wann ich wohin fahren will, kann so ein bisschen das Wetter noch ausnutzen und das ist einfach eine gewisse Freiheit, die mir gut tut. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum Kurt Renz nach Steinheim, der hat angerufen, dass eine seiner Kühe immer mal wieder Probleme macht und da gucke ich jetzt danach. Hier ist die Kuh, die ist jetzt auffällig die letzten paar Tage, dass sie immer rindert. Rindern, man kann auch brünstig sagen, das ist der Zyklus bei der Kuh. Alle 3 Wochen wird die, wenn sie gesund ist, wenn die Gebärmutter und alles in Ordnung ist, rindert sie. Also sie kann dann besamt werden, befruchtet werden. Und im normalen Fall wird sie dann irgendwann trächtig und kriegt dann ein Kalb. Und sie ist permanent rindrig. Ich habe jetzt deshalb den Dr. Kabelmann angerufen, dass er sich die Kuh mal anschaut. Also für die Wirtschaftlichkeit und auch für die Tiere ist es wichtig, dass der Landwirt regelmäßig durch den Stall durchgeht und Tiere entdeckt, die krank sind, die zurückbleiben, die nicht so gut fressen, die irgendwelche komischen Absonderlichkeiten haben, wie jetzt hier zum Beispiel Ausfluss und zu viel Brunstsymptome, die nicht normal sind. So, ich gehe jetzt mit dem Handschuh über den Darm rein und führe den Ultraschallkopf gleich mit. Ich führe den am Darmboden entlang, bis ich über der Gebärmutter bin und versuche dann die Gebärmutter im Gesamten zu schallen und die Eierstöcke zu schallen und zu gucken, was es da so gibt. Ein bisschen Kot drin, den werde ich ausräumen müssen. Da sehe ich nichts. Ich mache den Schallkopf rein. Es ist ja auch wichtig, dass die Kühe alle gut, die müssen sich ja gut fühlen und müssen gut gehen. Und wenn es der Kühe gut geht, geht es mir auch gut. Da sieht man jetzt die Gebärmutter, das Gewurstel da. Das ist die Gebärmutter im Querschnitt. Hier auch die Magenradstruktur. Also sie hat Brunstsymptome, sie rindert ein bisschen. Dann gucke ich mal, hier ist der linke Eierstock. Da war eine Zyste drauf, die ist jetzt weg. Da sieht man den schönen schwarzen Kranz vom Eierstock. Dann haben wir den rechten Eierstock auch. Hier ist der rechte Eierstock, da sind noch 1, 2 Zysten drauf, das sind kleine Zysten.
Das nennt sich kleinzystische Ovardegeneration. Deshalb rindert die so häufig. Mhm. Ja, alle 3-4 Tage bildet die eine Zyste an, rindert deswegen, bildet sie wieder zurück. Aber so richtig in Brunst, dass man sie besamen könnte, kommt sie nicht. Jetzt haben wir hier die Gebärmutter, das ist insgesamt verdickt. Die Gebärmutterentzündung entsteht häufig nach dem Abkalben. Die Gebärmutter ist natürlich sperrangelweit offen, das Kalb ist raus und dann können die Keime einwandern. Wenn die jetzt nicht richtig ausgeheilt wird, dann haben die Kühe noch leichte Gebärmutterentzündungen bei der ersten Besamung, wo sie ja eigentlich gesund sein sollten. Und bei der ersten Brunst, bei der ersten Besamung wird das häufig nicht entdeckt und so werden die Kühe vielleicht 1, 2, 3 Mal besamt, wo sie nicht trächtig werden und dann wird geguckt, was ist denn das Problem. Oder wie jetzt hier im Fall, ist schon sichtbar, die Kuh hat einen Ausfluss, der nicht normal ist. Die kriegt jetzt eine Spülung, das heißt, die kriegt ein lokales Antibiotikum in die Gebärmutter, dass die Entzündung zurückgeht, die Infektion unterdrückt wird und dann kann die wieder einen neuen Follikel anbilden, einen neuen Zyklus ausbilden, dann kann sie dann wieder besamen. Als Tierarzt braucht man kein Fitnessstudio. So ein Röntgengerät wiegt ein bisschen was. Aber das ist jetzt natürlich die beste Möglichkeit für den Hund, der so hochschmerzhaft ist, ihn hier vor Ort untersuchen zu können. Deswegen nehme ich das gerne auf mich. Prima, Schatzi. Prima. Alles gut. Da draußen stehen die zwei anderen Hunde und beobachten uns hier und sind ganz aufgeregt. Hm? Zunächst werde ich ihn jetzt erstmal abtasten. Die Situation ist natürlich hier jetzt etwas ungünstig. Die angefahrenen Hunde, hier ist auch noch Blut. Da weiß man nie, was los ist. Also der Oberarmknochen ist ganz. Der Unterarm ist auch ganz. Schultergelenk lässt sich gut bewegen. Der Ellenbogen ist auch okay. Er war zwischen den Schulterblättern. Ja, ja, ich arbeite mich jetzt langsam vor. Klar. Das kann natürlich auch gebrochen sein. Ja, hier sieht man auch, dass die Pfoten abgeschürft sind, sehen Sie. Und die Seite hier, die geht ganz gut. Ja. So. Und dann werde ich ihn jetzt mal röntgen. Nee, ganz langsam, ich muss nur ein bisschen gucken. Also es ist für mich absolut keine Option, den Hund jetzt ins Auto zu buckeln, weil dann müsste ich in irgendeiner Form tragen oder die Treppe runterzerren und so hochschmerzhaft wie das Tier ist, geht das gerade gar nicht. Nee. Ich sehe, dass er atmet und ja, das beruhigt mich. Ich hänge jetzt hier für meine Sicherheit noch gerade den Pulsoximeter an, um zu gucken, was er für einen Herzschlag hat. Und bei so einem Autounfall weiß man ja nie, ob die Tiere auch anderweitig Verletzungen haben, ob er Lungenblutungen hat, ob sonst irgendwie was ist. Ich werde jetzt noch einen Ultraschall vom Bauchraum machen, um zu gucken, ob er dahin blutet. Das Ultraschallgerät ist in der Regel auch immer mit an Bord. Günstigstenfalls hat er nur eine ganz schlimme Prellung. Gell, Herr Schmidt? Am liebsten wäre ja. So, also wonach ich jetzt als allererstes suche, ist freie Flüssigkeit im Bauchraum. Aber hier sieht es gar nicht so schlecht aus. Da oben kommt die Milz, die gucke ich mir jetzt noch an. Blase ist voll, klar. War ja auch nicht mehr pinkeln danach. Morgen werden sie an der Haut dann ein Hämatom feststellen. Da wird die Haut dann blau und grün und gelb. So, da haben wir aber Glück gehabt. Also zumindest blutet er hier nirgendwo ein. Ich mag, dass er schön ruhig atmet und dass sie genau weiß, was sie da tut. Und ja, guckt, was wichtig ist. Und dann beruhigt das schon ungemein. Das ist unsere Katze Pünktchen.
Die ist jetzt 10 Jahre alt und sie hat halt ein Problem im Auge. Und ja, ich wollte das halt einfach mal abchecken lassen. Die Angst, die läuft natürlich mit, dass da jetzt irgendwas Schlimmes sein könnte. Aber wenn da jetzt wirklich was Dramatisches sein sollte, werden wir das auch irgendwie hinkriegen und einfach das Beste für das Tier machen. So, hallo Frau Schneider. Hallo, dann dürfen guten Morgen. Sie Pünktchen mal zu machen und einmal mit reinkommen. Alles klar. Geht das, oder soll ich? Ja, nee, alles gut. Gut. No. Und dann schauen wir mal. Geh mal her. Hallo, mein Schatz. Prima. Oh, du bist ja zum Glück so ein braver Zeitgenosse. So, stellen Sie ruhig mal die Box einmal schon mal nach drüben. Das Auge haben Sie jetzt länger nicht mehr sauber gemacht, auch, gell? Ja, extra nicht, damit Sie einfach sehen, wie es aussieht, wenn es nicht sauber gemacht ist. Sonst zu Hause habe ich immer mit Augentropfen gearbeitet, mit Augensalbe. Das sieht dann auch mal 1-2 Tage gut aus. Dann fängt es an, halt so ein bisschen so zu suppen. Ich kann ihr drüber wischen, aber man merkt jetzt mittlerweile, es tut ihr weh. Und was jetzt hier auch auffällt ist, hier ist alles verkrustet, aber hier fühlt man wie so eine kleine Umfangsvermehrung. Umfangsvermehrung kann natürlich alles sein, kann gutartig, kann bösartig sein, aber man muss halt gerade bei so einer hellen Katze immer leider halt auch an Hautkrebs denken. Und das ist natürlich auch immer was, wo ich dann sage, gut, das ist nicht einfach nur ein Knubbel, der muss wirklich auch raus, schnell raus und auch definitiv eingesendet werden, damit wir da ein Ergebnis haben. Dass man dann wirklich auch eine 100%ige Diagnose hat, was ist einfach los, was ist es. Wenn es in Richtung Hautkrebs geht, ist natürlich auch besser, man hat es direkt entfernt, man hat es raus, als wenn man zu lange wartet und das Ganze noch weiter wächst. Ich meine, im guten Fall ist es nur eine Zubildung, nichts Schlimmes, aber dann können Sie einfach auch besser schlafen. Der Gedanke daran, dass das jetzt was Schlimmes sein könnte, das wäre natürlich nicht schön, aber dafür bin ich hier. Es muss jetzt geklärt werden und ich möchte halt einfach das Beste für unseren Kater. Das heißt, ich würde jetzt erstmal bei Pünktchen mal allgemein untersuchen. Dann würden wir einmal einen Blutcheck machen, damit wir wissen, ob Pünktchen narkosefähig ist. Super, das ist soweit schon mal ganz gut. Dann schaue ich einmal hier nochmal die Schleimhaut im Mundbereich an. Ja, sieht soweit auch ganz gut aus. Oh, schmeißt schon ganz viel Fell. Ich sage immer, das ist die Stressnause beim Tierarzt. Je mehr Stress, desto mehr Haare verlieren wir. Bin einmal gerade ein bisschen gemein und messe Temperatur. Damit man einfach wissen, hat er Normaltemperatur. Weil wenn er jetzt Fieber oder sowas hätte, es geht ja je nachdem dann auch um eine Narkose, wäre natürlich einfach ein höheres Narkoserisiko. Das heißt, wir sehen hier 38,4, das ist perfekt. Zwischen 38 und 39 sollte es bei der Katze liegen. Ich glaube so lange an das Beste und an das Optimistische, sage ich mal, bis ich weiß, okay, es ist böse. Auf der anderen Seite sage ich auch, man muss den Leuten aber auch sagen, es kann aber auch was Schlechtes sein. Böse heißt ja letztendlich eben genau die 2 Kriterien, kann wiederkommen und kann es streuen. Und streuen heißt, es kann in die Lymphknoten, Lunge, in die Richtung gehen, also halt auch in Richtung lebenswichtige Organe. Was halt bedeutet, dass es hier Schmerzen hat, leidet oder im schlimmsten Fall dann irgendwann mal erlöst werden muss. Es gibt jetzt über den Zugang die Narkose, es wird relativ schnell gehen. Es brennt auch nicht, das tut auch nicht weh. Alles gut. Oh, ich fange ihn auf. Guck mal, alles gut. Alles gut. Dann nehme ich ihn jetzt einmal auf den Arm. Tue ihn gar nicht mehr in die Box rein, sondern nehme ihn so mit nach hinten. Okay. Wir passen gut drauf auf. Alles klar. Gut, Frau Schneider, bis nachher. Jetzt haben wir sie in Narkose. Hier sieht man nochmal schön das Ei. Hier sieht man die Drüse, die dann so geschwollen sind. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wir drehen sie mal jetzt auf der Rücke, um zu schauen, wie der Narkosezustand ist. Also, gut, prima. Kein Umkehrreflex. Wunderbar. Jetzt hängen wir sie nachher ans Gas. Tu schon mal das Gas her, bitte. Also, ich denke, es ist wirklich gut, dass die Frau Richter so zügig jetzt gekommen ist. Es war ja in dem Fall nicht wirklich das Problem, nur das Ei, sondern diese entzündete Drüse. Und das, glaube ich, ist jetzt wirklich gut, dass man die behandelt, dass man da schnell danach schaut.
So wie das, wie die Konstellation jetzt ist, glaube ich nicht, dass das Ei rausgekommen wäre. Und dann, denke ich, wäre das Tier letztendlich dran verendet. Dann fangen wir jetzt mal an mit dem netten Teil. Hier schneiden wir mal ein bisschen auf. Das sieht man, selbst wenn ich bloß die Haut hier durchschneide, kommt hier schon der Schlanz raus. Na, das ist einfach die entzündete Analbeutel sozusagen. Ja. So, und jetzt machen wir das hier auch nochmal. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man das hier so sieht, dass allein dieser Druck, der da nach oben weggeht, natürlich enorm ist. Ja, das ist schon wow, voll eklig. Wenn man jetzt mal so schaut, wie viel dünner das jetzt geworden ist. Ja. Da ist natürlich enorm viel Druck, der jetzt weg ist. Siehst du, das sind jetzt diese Beutel hier. Die machen wir jetzt weg, wenn wir sie schon haben. Ja. Jetzt, siehst du? Die Funktion von diesem Beutel ist zur Verteidigung. Bei den großen wie Boas oder Pythons, ja, die spritzen ja zum Teil. Also ich habe mal einen Python gehabt, der war bestimmt 4,5 Meter lang. Der hat die Dinger so aktiv ausgedrückt und hat damit 1,5 bis 2 Meter lang in der Gegend rumgespritzt. Das ist echt schon ziemlich widerlich. Du kriegst 2-3 Tage lang diesen Gestank nicht mehr aus der Nase raus. So. Alles gut, kommt niemand her. Ich mache mir da schon Gedanken, was passiert und ob sie es überlebt, weil sie ist ja nur schon 15 Jahre alt und sollte halt noch ein schönes Leben weiterhin haben. Und bin froh, wenn es gut geht. So. Jetzt haben wir also diese Duftdrüse da abgebunden und abgesetzt. Und jetzt schauen wir, ob das mit dem Ei wirklich so leicht geht, wie wir vorhin dann gesagt haben. Ja, da ist es. Ja. Kann man jetzt schön mit der. Ups. So. Ei ist raus. Die Dinger sind raus. Jetzt nehmen wir das hier noch zu, das ist gehört. Und dann schauen wir mal, wie das alles verwächst hier wieder. Die Mundpflege ist jetzt das A und O. Und wenn das dann jetzt für uns schön sauber ist und abheilen kann, dann hat die da auch keine Probleme mehr damit. So, Richter, also jetzt haben wir es hinter uns. Die ganze Sache ist gut gelaufen. Das Ei ist raus und diese Drüse sind auch geleert. Super. Aber es ist so, dass sie jetzt natürlich noch in Narkose ist. Gell? Und ich würde sie Ihnen ungern in Narkose mitgeben, weil das bei Schlange doch immer auch so ein bisschen ein Thema ist mit dieser Aufwachphase. Das zum einen. Und zum anderen ist es auch so, muss man auch sagen, dass diese Drüse natürlich mit diesem Sekret, das Ganze ist relativ stark verunreinigt. Wir müssten das in den nächsten 2 bis 3 Tagen einfach noch ein bisschen spülen. Und dann würde ich sagen, wir lassen sie einfach noch ein paar Tage auf der Station hier, damit wir uns da täglich ein bisschen Wundkontrolle machen können. Und dann können wir in 2 Tagen mal telefonieren und dann kann ich Ihnen sagen, wann Sie sie abholen können. Okay, gell? Gut. Das wäre so der Plan. Vielleicht auch besser so, dass ich ein bisschen ausruhen kann. Genau. Gell? Dann machen wir das so. Dann gut. Danke Ihnen. Also, tschüss. Bis dann. Mal schauen, ob wir da irgendwie was entdecken können. Genau, dafür muss er einmal auf der Seite liegen. Und okay. Die Kaninchen kann man auch ohne Sedation röntgen. Wichtig dabei ist, dass der Hinterkopf von dem Kaninchen auf dem Tisch liegt. Und dann hält es auch wunderbar ruhig und man kann somit das Bild sehr gut auslösen.
So, das ist jetzt hier die seitliche Aufnahme von Lenny. Hier sieht man die Wirbelsäule von dem Kaninchen. Das ist ein Stück von der Lunge. Hier ist das Zwerchfell, Leber, das ist der Magen. Der Magen ist ein bisschen vergrößert, aber die Kundin hatte Lenny auch schon versucht, ein bisschen zuzufüttern, damit er wenigstens ein bisschen was frisst. Man hat hier leichte Luftansammlungen. Das ist aber nicht das Hauptproblem, sondern das ist eine sekundäre Erscheinung, weil der Lenny halt längere Zeit schon nicht mehr gefressen hat. Dadurch bilden sich Gase im Darm, die dann zusätzlich noch zu Koliken führen. Aber das eigentliche Problem, wie ich es schon vermutet hatte, liegt hier in der Niere. Das ist eindeutig ein Nierenstein, der dort auf keinen Fall hingehört. Und wenn man hier schaut, dann ist der tatsächlich schon ja, 0,36 cm groß. Das ist schon was. Da müssen wir jetzt schauen, ob wir den noch aufgelöst bekommen oder ob der sogar operativ entfernt werden muss. Und das bespreche ich jetzt mit der Besitzerin. So, Frau Kettern, also das Röntgenbild ist fertig von Lenny. Ich zeige Ihnen mal auf dem Röntgenbild, was wir entdeckt haben. Kommen Sie ruhig mal zu mir ran. So, also wie ich schon vermutet hatte, hat Lenny leider einen Nierenstein. Also Sie sehen hier diesen weißen Bereich. Und der sitzt in der Niere und da müssen wir jetzt schauen, ob wir das aufgelöst bekommen. Das Problem bei den Nierensteinen, bei den Kaninchen, ist ganz, ganz oft fütterungsbedingt. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall die Fütterung umstellen. Sie bekommen auch von mir eine Liste in die Hand gedrückt, wo ganz genau minutiös drinsteht, was er fressen darf, was er gefüttert bekommen darf und was er auf gar keinen Fall mehr auf dem Speiseplan haben darf. Ja? Bei Blasenstein oder Nierenstein beim Kaninchen muss die Fütterung radikal umgestellt werden. Vorzugsweise sollte Heu gefüttert werden. Man muss dort ein bisschen aufpassen, welche Kräuter in dem Heu mit drin sind und sollte Löwenzahn tunlichst vermeiden. Brennnessel ist dafür sehr gut. Löwenzahn sollte man generell auch nicht zu viel füttern, weil Löwenzahn sehr viel Calcium beinhaltet und das als Blasenstein oder als Blasenschlick in der Blase ausfallen kann. Wir versuchen es zunächst mit einem Medikament, ob wir den Stein damit aufgelöst bekommen. Manchmal hat man Glück und es ist nicht so ein richtig manifestierter Stein in der Niere, sondern es sind so Kalzifizierungen in der Niere und die kriegt man mit einem Medikament auch noch aufgelöst. Also das würde ich gerne als erstes versuchen. Die Nierensteine selber tun natürlich auch weh. Das heißt, da braucht er auf jeden Fall ein Schmerzmittel, damit wir diesen Kreislauf, ich habe Schmerzen, deswegen fresse ich nicht und weil ich nicht fresse, habe ich dann auch noch mal Schmerzen, einmal durchbrochen bekommen und dann müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das mit der Ernährung wird natürlich jetzt auf jeden Fall umgestellt. Er ist da ja sehr pingelig, aber da muss er dann halt jetzt durch. Und dann hoffe ich, dass alles gut geht, dass er bestenfalls natürlich nicht operiert werden muss. Aber wenn es denn sein muss, dann muss es halt gemacht werden. Gut, dann gehen wir noch mal zum Lenny. Dominik, kannst du den Lenny noch mal wiegen? Ich brauche das Gewicht wegen den Medikamenten. Okay. So, also nur damit Sie mal einen Eindruck bekommen, wie sowas aussehen kann. Also das ist jetzt hier zum Beispiel ein Blasenstein, ja, und das ist ein Nierensteinchen. Das ist richtig manifest, ja, richtig fest und sowas kriegt man natürlich sehr, sehr schlecht oder fast gar nicht mehr aufgelöst, dann muss operiert werden. Aber ich hoffe, dass wir bei dem Lenny, dass es noch nicht ganz so ein manifestierter Stein ist, dass wir ihn nicht mehr aufgelöst bekommen. Deswegen würde ich es gerne erstmal mit den Medikamenten versuchen, ja. 1,94. Okay, danke schön. Gut, Frau Kettern, dann mache ich Ihnen die Medikamente fertig, erkläre Ihnen gleich ganz genau, wie Sie was geben müssen. Wie gesagt, wichtig, wichtig, er muss fressen. Wenn er nicht ans Fressen kommt, in den nächsten ein, zwei Tagen müssen Sie sofort auf der Matte stehen. Ja. Und wenn alles gut läuft, er fängt wieder an zu fressen, die Medikamente funktionieren gut. Mhm. Sehen wir uns nochmal in 2 Wochen. Da wird nochmal ein Kontrollbild gemacht, um zu schauen, ob der Stein kleiner geworden ist, ob die Therapie angeschlagen hat oder aber ob er doch operiert werden muss. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Okay. So Kurt, jetzt haben wir die Kuh ja untersucht. Die hat eine Gebärmutterentzündung und eine Zysten-Bildung. Ich mache jetzt die Spülung, Schwanz ein bisschen hoch und dann die Labien ein bisschen spreizen. Die Spitze muss immer sauber bleiben, deshalb gehen wir hier durch saubere durch, ja, über die Scheide. Und ich gucke über den Darm, wo ich bin, mit der Spitze vom Katheter. Also ich fühle den Gebärmutterhals mit diesen derben Kissen. Und jetzt spüre ich, wie die
Spitze vom Katheter durch die Kissen durchkratzt. Das ist so ein kratzendes Gefühl. Und ich kann hier innen drin, kann ich den Katheter so ein bisschen bewegen und lenken. Und da kommt jetzt das Mittel drauf. So ein bisschen schwergängig. Jetzt gucke ich nochmal, ob die Spitze immer noch frei ist. Hat sich verheddert. Und jetzt kommt das Mittel in die Gebärmutter rein. Die Gebärmutterentzündung beeinflusst auch die Eierstöcke und die Eierstocksfunktion, weil von der Gebärmutter müssen bestimmte Botenstoffe kommen an die Eierstöcke, die sagen, hallo, ich bin trächtig, hallo, ich bin entzündet, mach mal nicht weiter und so. Und das sind Aufträge an den Eierstock, er soll keinen neuen Follikel ausbilden, er soll keinen Eisprung ausbilden. Die Spülung, die jetzt in die Gebärmutter reinkommt, die bewirkt einen Rückgang der Entzündung in der Gebärmutter und dass die Gebärmutter wieder normal funktioniert. Wenn die Gebärmutterentzündung nicht behandelt wird, dann läuft die Kuh dreiviertel Jahr, ein Jahr lang im Stall rum, gibt immer weniger Milch, wird nicht mehr trächtig, rindert die ganze Zeit und geht dann irgendwann ab wegen Unfruchtbarkeit. Das muss nicht sein, weil diese Gebärmutterentzündung ist relativ leicht zu behandeln und ist auch relativ leicht herauszufinden mit Ultraschall, was wir ja gemacht haben. Alles steril, alles sauber, ja? Schon ist erledigt. Also kurz, wenn alles gut geht, rindert die in 10 Tagen. Mhm. Ja, guckst du, hat sie normalen Ausfluss, rindert sie normal und dann besamst sie. Ja. Ja, dann ist die wieder soweit. Mhm. Und besamen, so wie bei der Nachbarkuh, da haben wir ja auch geguckt, die ist auch zum Besamen. Gell? Ja. Das Bullensperma kommt von der Besamungsstation. Die Bauern haben ja einen Vertrag mit der Besamungsstation und kriegen dann halbjährlich oder bei Bedarf den Samen geliefert, tiefgefroren, in Pailletten. Und der kommt dann in Flüssigstickstoff. Er hat einen Behälter hier am Hof, der ein halbes Jahr den Flüssigstickstoff halten kann. Die Kuh ist zur Besamung, gell? Die ist brünstig. Ja. Mal links rum oder rechts rum? Das ist egal. Das ist egal. Geht jetzt auch über die Scheide mit der Besamungspistole rein, über den Darm die Kontrolle. Den Darm noch mal ein bisschen ausräumen. Und in der Besamungspistole vorne drin ist jetzt der Samen aufgezogen. Der Kurt, der besamt ja seine eigenen Kühe selber. Er ist also ein sogenannter Eigenbestandsbesamer und ich vertraue ihm da voll. Das klappt auch sehr gut. Und wenn ich es machen würde, würde ich eine Gebühr dafür verlangen. Und so macht er das. Ich bin jetzt durch die Cervix durch, bin jetzt da, wo die Gebärmutterhörner anfangen und gehe da vielleicht so einen halben Zentimeter rein und drücke dann ab. Und sie werden langsam zurück. Okay. Alles klar, diese Besamen, dann können wir in 4 Wochen können wir gucken, ob sie aufgenommen hat. Jetzt sehen wir dann vielleicht ein kleines Kalb. Okay, schön wär's. Ich ziehe das jetzt nur drüber, weil Pünktchen hat zum Beispiel ja vorher auch extrem viel gehaart und ich bin immer noch schön haarig. Das heißt, dass hier keine Haare sozusagen in mein OP-Feld fliegen. Wir sind jetzt im OP, das Tier ist jetzt steril vorbereitet, ist an der Überwachung und an der Infusion. Sabine guckt jetzt hier nach den Kreislaufparametern und ich starte einmal mit der OP von der Umfangsvermehrung am Auge, wo wir dann auch einschicken, damit wir dann auch sehen, was es genau ist. Wir müssen beim Auge natürlich jetzt aufpassen, dass wir nicht zu viel rausmachen, dass wir die Lidspalte zu kurz machen. Und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwie das Auge verletzt. Mal das hier komplett einmal draußen. Genau, du tupfst in der Zeit einmal gerade ab und schaust, dass er nicht reingeht. Den lege ich jetzt uns einmal hier rüber, damit er nicht verloren geht. Ich habe die Umfangsvermehrung komplett entnehmen können, was einfach immer noch wichtig ist, wenn man Verdacht hat in Richtung was Bösartigerem. Sollte man das auf der anderen Seite so großzügig genug umschnitten haben, dass man wirklich alle Zellen rausgenommen hat. Jetzt hat man natürlich vorher die Lidspalte, man hat eine Länge von Oberlid und eine Länge vom Unterlid. Jetzt nehme ich vom Unterlid ein Stück raus oder beim Oberlid wäre es das gleiche, nur andersrum. So, jetzt habe ich je nachdem den einen Bereich kürzer. Das heißt, man muss in so einem Fall einfach gucken, muss ich die Lidspalte noch aneinander anpassen oder ist das soweit in Ordnung, dass man das lassen kann. Lidspalte anpassen ist halt immer wichtig. Das Tier muss blinzeln können, das muss das Auge richtig bedecken können, das muss einfach noch passen. So, und jetzt gucke ich, dass das hier
perfekt sitzt, aber das sieht ganz gut aus. Da auch immer wieder gucken, dass die Fadenenden, wenn ich jetzt die abschneide, auf keinen Fall Richtung Auge oben, Richtung Hornhaut ragen, weil das würde ja dann auch wieder reizen. So, jetzt habe ich erstmal das erste Heft gesetzt. Guck mir das jetzt mal an. Man sieht jetzt eigentlich hier vom Lidspalt her, es ist nicht sonderlich viel kürzer jetzt wie das Oberlid. Das heißt, ich muss hier keine Verlängerung machen. Das ist ja dann ein Schnitt, den ich der Katze ersparen kann. Es schließt trotzdem, es rollt sich nicht nach innen ein. Das ist in Ordnung. Sollte sich so ein bisschen mein Bauchgefühl bestätigen und es wäre bei Pünktchen was Bösartiges, es sind natürlich zwei Sachen entscheidend. Erstens, konnte ich das komplett entfernen? Sind noch irgendwelche Tumorzellen vorhanden? Das ist schon mal Punkt 1. Das zweite ist natürlich, ich meine, wenn es ein Plattenepithelkarzinom ist, besteht einfach das Risiko, dass es wiederkommt bzw. dass es streut. Dann sollte man das Ganze halt auf jeden Fall engmaschig kontrollieren und ich werde der Besitzerin auch empfehlen, wenn das so wäre, eine Tumortherapie anzuschließen. Einmal nochmal gucken, dass alles komplett gereinigt ist. Gut, nochmal ein letzter Blick. Ja, sieht alles in Ordnung aus. Gut, das heißt, das hat es soweit überstanden und darf jetzt in die Aufwachbox unter einer Wärmelampe, dass er jetzt schön in Ruhe wach werden kann. Natürlich macht man sich da Sorgen. Das ist ein Familienmitglied, der gehört einfach zur Familie dazu und es kann ja immer was passieren. Ist eine OP, ist ein Eingriff. So, Frau Schneider, die OP ist gut verlaufen. Ich konnte die Umfangsvermehrung gut entfernen am Unterlid. Und wir würden jetzt einmal so mal gemeinsam schon zu Ihrem Schätzchen gehen. Die Kollegin hat sie jetzt gerade schon mal in die Aufwachbox einmal gebracht. Ja. Das heißt, wenn Sie wollen, kommen Sie schon mal mit und wir schauen, ob sie schon so weit wach ist, oder? Ja. Dann kommen Sie gerade. Sehr schön, wir sind sogar schon so weit wach. Oh, das ging aber schnell. Das heißt, es ist jetzt auch wichtig, dass die Krause die nächsten Tage dran bleibt. Das ist jetzt keine riesig lange Krause, aber es ist wirklich so, dass er einfach nicht, dass er nicht übers Auge kratzen darf. Ach, du bist so fein, gell? Gut, ich glaube, jetzt ist er erstmal froh, wenn er zu Hause ist, wenn er wieder mit Ihnen kuscheln kann. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Die Halskrause, glaube ich, die wird uns für eine große Herausforderung stellen, aber die meistern wir. So, also beim Blackie nehme ich jetzt deswegen nochmal Blut ab, weil im Ultraschall mir das Nierenbecken ein bisschen groß vorgekommen ist und der Hund im Moment auf Diät ist. Was ich ganz klasse finde, aber da kann es schon mal sein, dass es zu Verschiebungen der Werte kommt und das kontrollieren wir jetzt noch nach. Und wenn er mir denn hier noch das sein Blut gibt, ja, gibt er mir noch. Der hat verdammt Glück gehabt, der Hund. Also das hätte jetzt auch ganz, ganz anders ausgehen können, dass er, gerade wenn das vordere Ende erwischt wird, dass er sich die Aorta abreißt oder dass er verblutet, Milzriss, weiß der Teufel, also... Mehr Glück als Verstand, aber er konnte ja nichts dafür, muss man sagen. Der Herr Schmidt scheint eine sehr innige Bindung zu diesem Hund zu haben. Und ich habe auch die Vermutung, dass er eigentlich Angst gehabt hat, mich anzurufen. Und normalerweise wartet man nicht so lange, bis man das Tier einem Tierarzt vorstellt. Ich glaube einfach, dass die Angst größer war zu erfahren, das Tier hat irgendeine schlimme Erkrankung, ich muss den jetzt einschläfern und deswegen hat er vermutlich so lange gewartet. Rausgesprungen ist nichts, was ich natürlich von außen jetzt nicht sehen kann, ob er Lungenblutungen hat, das weiß ich nicht. Also ich meine, wenn er nicht aus der Nase geblutet hat, ist schon mal gut. Und super, die Augen blinzeln schon, das ist sehr schön. Räume ich mal hier schnell mein Zeug auf die Seite. Ja. Der Hund? So, gucken Sie mal hinter sich. Oh, Blecki, bist du wieder da? Hallo, Jungi. Ja, machen Sie langsam, der weiß jetzt noch nicht, was los ist. Hallo. Leg dich noch hin. Ja, fein. So, da kommt.
Herr Schmidt, also im Moment bin ich mal ganz zufrieden, dass der Hund jetzt wieder steht und dass er auch jetzt schon durch die Gegend tapst. Die Röntgenbilder entwickle ich in der Praxis, rufe sie dann gleich noch schnell an. So, Blackielein, gute Genesung dir, gell? Ja. Puppelchen.